When we speak of living in the divine will, wenn wir sprechen über das Leben im göttlichen Willen, we have to take it seriously. Dann müssen wir das ganz ernst nehmen. God will not give the gift to someone who is not properly disposed. Gott gibt die Gabe nicht jemandem, der nicht wirklich darauf bereitet ist. He tells this to Louisa. Das sagt zu Louisa. I'm going to share with you the need for what Jesus emphasizes in Louisa's text. Ich möchte mit Ihnen besprechen, worauf Louisa in ihren Texten ganz besonders hinweist. And that is attentiveness. 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 Das ist die Aufmerksamkeit. He tells her in Volume 6 on September 6th, 1905. Sie spricht darüber im Buch Nummer 6 am 6. September 1905. My daughter, meine Tochter, sagt Jesus, the works which most increase the pains in my hands, die Werke, die mir am meisten Schmerzen bereiten in meinen Händen, and which most embitter and enlarge my wounds, und die meine Wunden am meisten bitter machen und vergrößern, are the good works done without attention. Sind gute Werke, die ohne Aufmerksamkeit geschehen. Lack of attention drains the life out of a good work. Ein Mangel an Aufmerksamkeit zieht das Leben heraus aus den guten Werken. And things which have no life are always nearly rotten. Und Dinge, die kein Leben haben, sind immer fast verfault. Which is why they disgust me. Deswegen ekeln sie mich an. For the human eye, a good work done without attention is a greater scandal than sin itself. Für ein menschliches Auge ist ein gutes Werk, das ohne Aufmerksamkeit getan wird, ein größerer Skandal als eine Sünde selbst. What I want to emphasize here is that Jesus tells Louisa, worauf ich hier Wert lege, ist, dass Jesus zu Louisa sagt, that good works done without attention, gute Werke, die ohne Aufmerksamkeit getan werden, cause him pain. Die nennt er Schmerz oder sie geben ihm Schmerzen, machen ihm Schmerzen. Why does a good work cause him pain? Warum bereitet ein gutes Werk ohne Aufmerksamkeit Schmerzen? Because we draw attention from God. Weil wir die Aufmerksamkeit von Gott abziehen. We take attention away from God and place it on ourselves. Wir ziehen Aufmerksamkeit von Gott weg und legen sie auf uns selbst, richten sie auf uns selbst. People will see it as a good work. Die Menschen sehen dieses gute Werk. But on the inside, Jesus says it is rotten. Aber Jesus sagt, innerlich ist es verfault. Because it's not done for the love of God, weil es nicht getan wird aus Liebe zu Gott, but for our own interest, sondern für unser eigenes Interesse. This is why he tells her, deswegen sagt zu ihr, that attention is extremely important to live in the divine will. Dass die Aufmerksamkeit extrem wichtig ist, um im Leben im Willen Gottes leben zu können. Attentiveness is key to living in the divine will. Aufmerksamkeit ist der Schlüssel für das Leben in der göttlichen Welt, im göttlichen Willen. So, when Jesus dictated to Louisa the hours of the Passion, als Jesus der Louisa die Leidensstunden diktiert hat, he told her that in order for the soul to draw benefit from this work, da sagte er ihr das, damit sie auch wirklich den größtmöglichen Nutzen aus diesem Werk ziehen kann. It must meditate with attention. Und dafür muss man meditieren mit Aufmerksamkeit. So I'm going to quote you from Louisa's text on virtue of attentiveness. Ich lese das einmal vor aus den Texten von Louisa bezüglich dieser Aufmerksamkeit.
So when Louisa was being brought into Jesus' passion, als Louisa in die Passion Jesu hineingeführt wurde, Jesus told her that in order for her to draw, in order for her to draw fruits from reading the hours of the passion, she had to be attentive. Da sagte Jesus zu ihr, damit sie wirklich auch den Vorteil aus diesen, aus dieser Passion, dem Stundengebet ziehen kann, muss sie sehr aufmerksam sein. And this is important because I mentioned at the beginning of this talk that God will not give the gift to someone who is not properly disposed. Und das ist ganz wichtig zu wissen, weil Gott gesagt hat, dass er die Gabe des Lebens im göttlichen Willen niemandem gibt, der nicht mit ganzer Aufmerksamkeit, seine ganze Aufmerksamkeit auf Gott richtet. Okay, put this back. So let me go to that text where Louisa... Wir gehen jetzt zu dem Text, wo Louisa diese Botschaft bekommt, diese is Aussage. Asked by our Lord to attentively meditate on the passion. Das war der Punkt, als sie über die Passion meditiert hat. Unfortunately, this computer, I mean this screen, changes the format, so I have to put it down here. Okay. Hannibal di Francia commentating on the hours of the passion. Hannibal di Francia hat diese Stunden kommentiert, diese Stunden der Passion kommentiert. At the 8 p.m. hour. Zur achten Stunde. Yeah. Is there a problem with the mechanics here? There's a problem with this. There's a metaphor. Well, that's a bit distracting. Okay. At the 8 p.m. hour, Hannibal di Francia. Um 8 Uhr abends hat Hannibal di Francia hat Folgendes geschrieben, wie wir diese Passionsstunden meditieren sollen. We must be attentive, he writes, to all of our internal movements. Er schreibt hier, wir müssen sehr aufmerksam sein allen unseren internen, inneren Bewegungen gegenüber. For good Jesus will ask us to suffer at one moment and to pray at another. Weil der gute Jesus uns bittet zu leiden in einem Augenblick und in einem anderen zu beten. He will put us in a certain state of soul at one moment and in a different state later on. Er setzt uns in einen bestimmten Zustand, in einem, unsere Seele in einem bestimmten Zustand in einem Augenblick und in einen anderen zu einem späteren Zeitpunkt. In this way he can repeat his own life in us. Auf diese Weise kann er sein eigenes Leben in uns wiederholen. Now this microphone is going high and low by itself. It has a mind of its own. This is a disobedient microphone. It can never live in the divine world. Es ist ein ungehorsames Mikrofon, das in der göttlichen Welt niemals und göttlichen Leben Willen niemals leben könnte. It doesn't listen. Now, if Jesus wants to live his life in you, this is exactly how he does it. Wenn Jesus sein Leben in Ihnen leben will, dann ist das genau die Art, wie er das tun würde. You will feel certain emotions spontaneously arise within you. Sie werden bestimmte Bewegungen in sich fühlen, Rührungen oder etwas, ganz spontan, die ganz spontan entstehen. And now, how do you deal with that emotion is the question. Wie aber gehen Sie mit diesen Emotionen um, mit diesen Bewegungen, das ist die Frage. Here's how Hannibal tells us to deal with it. Hier steht, wie Hannibal, was Hannibal darüber sagt, wie wir damit umgehen sollen. He writes, let us suppose that Jesus places us in a situation in which we have to exercise patience. Er schreibt hier, wir nehmen einmal an, dass Jesus in uns in eine Situation hineinstellt, in der wir vor allen Dingen Geduld üben müssen. He receives so many offenses from souls that
Ja. Er erhält so viele Angriffe von Seelen, that he feels driven to chastise them. Dass er das Gefühl hat, zur Züchtigung getrieben zu sein. And it is then that he gives us the occasion to practice patience. Und er gibt uns dann die Möglichkeit, Geduld zu üben. We should endure, we should honor him by enduring everything with patience, just as he endured it. Er gibt uns die Möglichkeit, wir sollten genauso das durchstehen mit Geduld, wie er es durchgestanden hat. Our patience will strip from his hands those chastisements that other souls force into them. Unsere Geduld wird aus seinen Händen die Züchtigungen herausziehen, herausnehmen, in die andere Seelen ihn hineingezwungen hätten. It is in us that he exercises his own divine patience. Es liegt also an uns, dass er in uns seine göttliche Geduld ausleben kann. This not only applies to the virtue of patience. Das ist nicht nur anwendbar auf göttliche, auf die Tugend der Geduld, but to all the other virtues as well. Aber es geht auch um die anderen Tugenden ebenfalls. All right. He says the same goes for our glances that must nourish the divine glance, and for our words, heartbeats, affections, desires, steps and works. Das gleiche gilt für unsere Blicke, die den göttlichen Blick nähren sollen, und für unsere Worte, unsere Herzschläge, unsere Affections, unsere Wünsche, Desires, Wünsche, unsere Schritte, unsere Werke. Affections? Affektivität. Affectivity or the desire. Ah, die Wünsche. Gefühle. Danke. Okay. Feelings. Yes. Now, how does this apply, let's say, to Jesus in the marketplace? Wie ist dieses anwendbar, sagen wir, auf Jesus, der irgendwo im Markt ist? When Jesus got angry with the Pharisees, als Jesus ärgerlich wurde mit den Pharisäern, he didn't exercise patience, it seems, with them, did he? Und das sieht so aus, als dass er da keine Geduld mit den Pharisäern hatte. Actually, he did. Aber in Wirklichkeit hatte er Geduld mit ihnen. He wanted to wake them up from their spiritual lethargy. Er wollte sie aufwecken von ihrer geistlichen Lethargie. Sometimes we must use tender love and other times tough love. Manchmal müssen wir zärtliche Liebe anwenden und manchmal müssen wir kräftige Liebe anwenden. Depending upon the individual with whom we are speaking. Es hängt ganz davon ab, von dem Menschen, mit dem wir gerade sprechen, dem wir gegenüberstehen. Saint Thérèse de Lisieux, the little flower. Aha. Die heilige Theresia von Lisieux said that some people we must handle by the tip of their wings. Er sagte, manche Menschen müssen wir behandeln mit den äußersten Federn, den Flaumfedern unserer Flügel. And other people we must grab by the scruff of their collar. Scruff of their collar, hier. Yeah. Und andere Leute müssen wir einfach an den Hals fassen. This is what the little flower said. Das ist, was die Theresia von Lisieux sagte. Depending upon the soul we're dealing with. Es hängt ganz davon ab, mit welcher Seele wir gerade umgehen. Some people will not take a word in charity seriously. Es gibt Leute, die werden kein Wort annehmen, das in Liebe zu ihnen gesagt wird. But if you shake them, they will. Aber wenn ihr sie kräftig schüttelt, dann nehmen sie das an. Sometimes it works, sometimes it doesn't. Manchmal wirkt es und manchmal nicht. So we need to discern what approach applies to what individual. Wir müssen also unterscheiden,
wie man auf den einzelnen Menschen zuzugehen hat. This is attentiveness. Und das ist Aufmerksamkeit. We are attentive to the people that we're dealing with, if they're open or not to God's grace. Wir sind aufmerksam den Menschen gegenüber, mit denen wir umgehen, ob sie offen sind für die Gnade Gottes oder nicht. So if I want to share the gift of living in the divine will with someone and I see that they have no interest in it at all. Wenn ich also Menschen die Einsicht in das Leben im göttlichen Willen mitteilen möchte und erkenne, dass sie überhaupt kein Interesse daran haben, I will not insist. Dann werde ich überhaupt nicht weiter in sie dringen. Why did Jesus not say one word to Herod? To Herod. Herod. Warum hat Jesus kein einziges Wort zu dem König Herodes gesprochen? Luisa tells us why in the hours of the Passion. Luisa sagt uns, warum in dem Stundengebet für die Passion, über die Passion. Herod had abused so much grace that he was desensitized to God's word. Herodes hatte so viel Gnaden abgelehnt, abgewürgt, dass er völlig unsensibel geworden ist, gefühllos geworden ist gegenüber den Gnaden Gottes. So Jesus was not going to treat him like he treated the Pharisees by getting angry. Jesus wollte ihn also nicht so behandeln, wie er die Pharisäer behandelt hat, denen gegenüber er zornig wurde. Because he realized that Herod was beyond verbal reproval. Weil er erkannte, dass Herodes über jede verbale Ansprache, wörtliche Ansprache schon hinaus war. Der war also schon noch weiter weg. He was in charge of his own government. Herodes war zuständig für seine eigene für sein eigenes Regierungsgebiet. And he answered only to himself. Und er hat nur sich selbst geantwortet. In fact, the Jews had to answer to Caesar. Who? The Jews, the Pharisees. Yes. They had to answer to Caesar. Yeah. Also die Pharisäer, die Juden, die mussten Caesar Rede und Antwort stehen. So Jesus knew how to treat each individual accordingly. Jesus wusste also, wie er jeden Einzelnen zu behandeln hatte. So before I talk any more about the theology of living in the divine will. Bevor ich also weiter über die Theologie des Lebens im göttlichen Willen spreche, I'm going to talk to you about doing the divine will. Muss ich darüber sprechen, wie es ist, den göttlichen Willen zu tun. When we speak of living in the divine will, we're assuming we know how to do the divine will. Wenn wir sprechen über das Leben im göttlichen Willen, müssen wir wissen, was es bedeutet, den göttlichen Willen zu tun. So, let me ask you a question, and that is, how do you know you're doing the divine will? Ich stelle Ihnen eine Frage. Wie wissen Sie, dass Sie den göttlichen Willen erfüllen? What's your answer? Was sagen Sie dazu? Wie wissen Sie, woher wissen Sie, dass Sie den göttlichen Willen erfüllen? Yes. You see it in the fruits. Fruits, good. You see the fruits, and what are the fruits? Love, joy, peace, and so on. Okay, very good. Yes. Yeah. Peace. And what? Obedience. Okay. Sure. The Ten Commandments. The Ten Commandments. To obey the Ten Commandments. These are all correct answers. Das sind alles richtige Antworten. But in your personal life, I'm going to give you five steps by which you can be sure that you're doing the will of God. Ich gebe Ihnen fünf Schritte für Ihr persönliches Leben, durch die Sie feststellen können, dass Sie den göttlichen Willen erfüllen. Yes. Obey the Ten Commandments, obey your conscience. Den zehn Geboten gehorchen, das Bewusstsein, dem Gewissen gehorchen. These are part
of knowing that your subjective interpretation of the will of God corresponds to God's objective truth. Diese Dinge, die wir tun, die uns aufgetragen sind und denen wir gehorchen, sind Dinge, die uns sagen, wie wir denn den Willen Gottes erfüllen können. Okay, the first step to knowing how to do the will of God is in any situation in which you find yourself to gather up the facts. Der erste Schritt, das sicher zu sein, dass wir den Willen Gottes erfüllen, ist, dass wir Fakten sammeln. For example, I'm a parent and want to send my son to school. Nehmen wir an, ich bin ein Elternteil und möchte mein Kind in die Schule schicken. How do I discern which school my son should go to? Wie unterscheide ich, zu welcher Schule mein Kind gehen sollte? I have to consider the curriculum. Is it solid? Is it Christian? Ich muss das Curriculum of the son. The school. Of the school. Ich muss das Curriculum der Schule, also die Tabelle den Lehrplan der Schule, muss ich prüfen. Is there a church nearby so my son can go to the sacrament? Ich muss mich fragen, ist nahe bei der Schule eine Kirche, sodass mein Sohn und mein Kind in die Kirche gehen kann zur Heiligen Messe? Do I have enough money to support my son's tuition? Habe ich genügend Geld, um die Ausbildung meines Kindes zu finanzieren? Is my son responsible enough, serious enough to not waste his or her time? Ist mein Kind verantwortungsbewusst genug, seine Zeit nicht zu verschwenden, sondern sie wirklich wirkungsvoll einzusetzen? These are just a few facts that I'm gathering up. Das sind nur ein paar Punkte, ein paar Fakten, die ich sammeln muss. This can apply to any situation in life. Und das ist anwendbar auf jede Situation im Leben. The second step is praying over the facts. Der zweite Schritt ist, über diese Fakten, die ich gesammelt habe, zu beten. So here I go one-on-one in prayer with God. Und hier gehe ich durch im Gebet mit Gott jeden einzelnen Punkt dieser gesammelten Fakten. So I begin to pray and God will always meet me in prayer. That's a fact in Scripture. Ich fange an zu beten, weil Gott mich im Gebet immer trifft. Er begegnet mir im Gebet. Das steht in der Heiligen Schrift. Jesus says, go in your room and pray to your Father in secret and he will answer. Jesus sagt zu den Jüngern, geh in deine kleine Kammer, schließ die Tür hinter dir zu und bete zu dem, der im Verborgenen lebt. Wir können beten zu Hause in unserem Zimmer, wir können auch vor dem Ausgesetzten Allerheiligsten beten, so wie es uns gerade am besten passt. While I'm praying over the facts, I begin to discern the movements of the Spirit. Wenn ich anfange zu beten, dann erkenne ich die Bewegungen des Geistes in mir. Now, there are three spirits. Es gibt drei Geister. The good spirit, den guten Geist, the bad spirit, den schlechten Geist and the human spirit. Und den menschlichen Geist. Let me give you an example of each. Ich gebe Ihnen ein Beispiel für jeden von Ihnen. I don't want my son to go to school because he will detach his affection from me and no longer love me. You don't want to go him to go to school? Why? Because he will detach his affection. Uh-huh. He will no longer love me. Ich schicke mein Kind nicht in die Schule, weil ich dann Gefahr laufe, dass sich das Kind emotional von mir trennt. He will no longer look up to me. Er wird also nicht mehr mich nicht mehr lieben. Er wird also nicht mehr Teil von mir sein. That's a bad, evil spirit. Das ist ein schlechter Geist. Spirit of fear. Das ist der Geist der Angst. Or there's another reaction. I want my son to go to school so that he could make me shine and be the proudest parent
in the area. Es gibt einen anderen Grund. Ich möchte, dass mein Kind in die Schule geht, damit es gute Noten bringt, sodass ich dann leuchten kann als der Vater von diesem wunderbaren Kind. That's the human spirit. Das ist der menschliche Geist. And then there's another attitude. I want my son to go to school so that he can use whatever talents God gave him and be happy in life. Es gibt einen weiteren Grund. Ich schicke mein Kind in die Schule, damit es lernt, damit es für sich selber lernt, dass es gute Noten bringt und dass es damit das Leben gut meistern kann, im Sinne Gottes. This is the divine good spirit. Das ist der göttliche, der gute Geist. Now, how do we know how to discern these three spirits? Wie wissen wir, wie können wir unterscheiden diese drei Geister? These five steps come from a mystic. Diese fünf Schritte kommen von einem Mystiker oder einer Mystikerin. Ignatius of Loyola. Von einem Mystiker, Ignatius von Loyola. In the spiritual exercises. In seinen geistigen Übungen hat er die festgelegt. The Pope is a Jesuit, you know. The Pope is a Jesuit. Ah ja, okay. Unser Papst ist Jesuit und der kennt sich damit aus. Wir können ihn ja fragen, wenn es sein muss. The founder of the Jesuits was a mystic, Ignatius of Loyola. Ignatius von Loyola hat die Jesuiten, die Bewegung der Jesuiten gegründet. And there's a story I came across when studying in Rome. Und während ich in Rom studierte, hat man mir eine Geschichte erzählt. A student walked into the Jesuit University and said, "Father, do you Jesuits answer a question with another question?" Ein Student, der studiert, fragt seinen Vater, würdest du die Frage eines Jesuiten mit einer Gegenfrage beantworten? He said, "Who told you that?" Und er fragt, wer hat dir das gesagt? There's a joke already about the Pope, you know. Es ist ein Witz, der schon um den Papst geht. Someone went up to their pastor and said, "Father, can you say a novena of prayer so I can buy myself and I can get the money to buy a Lamborghini?" Er geht zu seinem Priester und sagt, Vater, können Sie eine Novene beten lassen, sodass ich dann mein Geld nehme und... Lamborghini. Damit ich eine Lamborghini kaufen kann. And the priest said, "What's a Lamborghini?" Und da fragt der Priester, was ist ein Lamborghini? He said, "Forget I asked." Da sagt der Mann, vergiss einfach, dass ich gefragt habe. He went down to another rectory and asked the priest the same question. Er ist zu einem anderen, in eine andere Pfarrei gegangen und dem Priester dieselbe Frage gestellt. And he was a Jesuit. Und das war ein Jesuit. Und er fragt den Jesuiten, kannst du eine Novene beten für mich, dass ich einen Lamborghini kriege? He said, "What's a novena?" Und da fragt der Jesuit, was ist eine Novene? Okay, that's the joke of the day. So, St. Ignatius wrote these steps, who founded the Jesuits. And in this third step, we know how to discern by the fruits, as you mentioned before, of the Spirit. Wie Sie gesagt haben, wir können die Geister unterscheiden durch die Früchte, die sie tragen, das Werk. Ignatius says, what distinguishes the good spirit from the bad and the human spirit? Ignatius sagt, was den guten Geist von dem schlechten Geist und von dem menschlichen Geist unterscheidet, is a deepening inner freedom. Ist eine Vertiefung des inneren Friedens. That is a sense of relief that you feel. Es ist ein Gefühl der Entlastung. Das wir bekommen, wenn wir mit dem guten Geist umgehen. You don't feel forced or obliged. Wir haben überhaupt nicht mehr das Gefühl, gezwungen zu sein oder verpflichtet zu sein zu irgendetwas. You feel that God wants you to be happy with your own consent. Wir fühlen ganz deutlich, dass Gott möchte, dass wir glücklich sind mit dem, was wir gerade tun.
This is something that has fallen out of our Catholic practice. Und das ist leider aus unserer täglichen Praxis herausgefallen. We certainly must stand up for what is right and fight secularism in the world. Wir müssen ganz bestimmt aufstehen für das, was richtig ist in dieser säkularen Welt. But we should never lose the sense of freedom that God gives to each individual. Wir sollten aber niemals den Sinn für die Freiheit verlieren, die Gott jedem einzelnen Menschen zugesteht. God will never force the human will. Gott wird niemals einen menschlichen Willen zwingen zu irgendwas. Never. Niemals. Never in a billion years. Niemals, auch nicht in einer Milliarde Jahre. To him, forcing the human will takes away the merit. Takes away what? Merit. Ja. Wenn Gott einem den Willen des Menschen zwingen würde, würde er ihm die Möglichkeit, Verdienste anzuhäufen nehmen. Let me give you an example. Ich möchte Ihnen ein Beispiel nennen. Suppose I'm a mother and it's Valentine's Day. Nehmen wir an, ich bin eine Mutter und es ist Valentinstag. And nobody has brought me a rose. Und niemand hat mir eine Rose geschenkt. So I tell my daughter to go into the garden and pick me some roses. So sage ich meiner Tochter, geh bitte in den Garten und schneide mir eine Rose ab. Would the mother be more pleased if the daughter did it without her telling her? Wäre die Mutter denn sehr zufrieden damit und wäre sie glücklich damit, dass ihre Tochter ihr eine Rose bringt, die die Mutter selber hat abschneiden lassen? No. So the mother would be more pleased if the daughter went in without being told. If the daughter went into the garden, yeah, by herself. She would be more pleased by herself. Die Mutter würde also sehr viel angenehmer überrascht sein, wenn oder berührt sein, wenn die Tochter von sich aus in den Garten gegangen wäre und ihr eine Rose geschnitten hätte. God does not want to chastise the planet. Gott möchte den Planeten nicht züchtigen. This is why he's sending prophet after prophet after prophet. Deswegen hat er in der ganzen Vergangenheit Propheten nach Propheten nach Propheten gesandt. Even Mary is appearing all over. Die Maria erscheint über die ganze Erde, überall. Why? Warum? So that we can freely do what she asks of us. Die nur deswegen, damit wir aus unserem freien Willen heraus das tun können, worum sie uns bittet. If we don't listen to Mary and the prophets, wenn wir den nicht auf die auf Maria und die Propheten hören, for our own good, God must chastise us. Dann muss Gott uns züchtigen zu unserem eigenen Guten und Nutzen. Why for our own good? Warum zu unserem eigenen Guten? Because many souls will be lost if he did not intervene. Weil viele Seelen verloren gehen würden, wenn Gott nicht eingreifen würde. So God does not want to force us. Gott möchte uns also nicht zwingen. And he will never force us. Even the chastisement does not force us. Er wird uns niemals zwingen. Selbst eine Züchtigung der Erde wäre kein Zwang von seiner Seite. The book of Revelation says when the plagues broke out, the people got, some of the people turned even more evil. Im Buch der Offenbarungen steht, als die Plagen freigesetzt wurden, das ist eines der Siegel in dem Buch mit den sieben Siegeln, da sind einige Menschen noch bösartiger geworden, als sie vorher schon waren. So chastisements don't make you convert. Das heißt also, Züchtigungen, Strafen veranlassen uns nicht, uns zu ändern. But it's like Jesus in the marketplace. Aber es ist genauso wie mit Jesus da in dem Markt. He's shaking us out of our spiritual lethargy. Er schüttelt uns aus unserer geistlichen Lethargie heraus. So getting back to this third step. Wir kommen zurück zu diesem dritten Schritt. When we are discerning which spirit is from God, wenn wir unterscheiden, welcher Geist jetzt von Gott kommt, and we experience the sense of freedom, deepening inner freedom. Und wir spüren dann diesen in uns entstehenden tiefen Frieden. That's the spirit of peace and joy. Dann wissen wir, das ist der Geist des Friedens und der Freude.
And then the fourth step is coming to a personal decision. Dann der vierte Schritt ist, zu einer persönlichen Entscheidung zu kommen. Because this is a subjective decision. Weil es sich um eine subjektive Entscheidung handelt. We need external confirmation of that decision. Brauchen wir eine Bestätigung unserer Entscheidung von außen. So we go to someone in whose counsel we confide. Wir gehen also zu jemandem, der uns beraten kann. And ask them if the decision we personally took sounds right. Und wir fragen dort, ob die Entscheidung, die wir persönlich getroffen haben, auch wirklich richtig ist. These are the five steps to doing the will of God. Das sind die fünf Schritte, die uns den Willen Gottes tun lassen. When Mother Teresa of Calcutta decided to leave her community, the Dorothean nuns, and establish a new order, she went through all these steps. Als Theresia von Calcutta sich entschlossen hatte, ihren Orden zu verlassen, das heißt also, sich überlegte, den Orden zu verlassen, ist sie durch diese fünf Schritte gegangen. She had a spiritual director named Father Van Damme, who was a Jesuit. Sie hatte einen geistlichen Begleiter, der ein Jesuit war. And he knew what a novena was. Und er wusste, was eine Novene war, ist. So Mother Teresa went to her superior and asked permission to leave the order to work for the poorest of the poor. After her, the consultation before. Of this, before. Yes, she went to prayer. Sie ist also zu ihrer Priorin gegangen in ihrem Kloster, in dem sie lebte, und hat gesagt, stellt sich vor, den Orden zu verlassen. And then she went to her mother superior, and her mother superior said no. Und zunächst mal ist sie zu dem Superior gegangen, also der nächsthöheren Stelle. Dann ist sie zu ihrer direkten Vorgesetzten gegangen im Kloster und hat gesagt, sie möchte den Orden verlassen, um einen eigenen Orden zu gründen, der Hilfe gibt. Und die Mutter hat gesagt, nein. So she went, brought it back to prayer. Sie ist also dann damit ins Gebet gegangen. And after about a year, her spiritual director encouraged her to represent this to her mother with more information. Sie hat also gebetet und nach ungefähr einem Jahr hat ihr geistlicher Begleiter ihr gesagt, sie soll doch diesen Fall der Mutter Oberin wieder vortragen. Möglicherweise habe sich da was geändert. And the mother superior this time said, present it to the archbishop. Und ihre Oberin sagte dann, lege deinen Vorschlag dem Bischof vor. So the bishop took her request in writing and put it on his desk and left it there for one year. Und der Bischof nahm also ihren schriftlichen Antrag, legte ihn auf seinen Schreibtisch und ließ ihn dafür ein Jahr liegen. And finally, her spiritual director, after five attempts to get the bishop to read it, the bishop finally read the letter of working for the poor, and he called her in. Ihr Geist, ihr Begleiter hat fünfmal versucht, den Bischof dahin zu bringen, eine Entscheidung zu fällen. Und schließlich nach dem fünften Mal hat er diesen Brief dann gelesen und hat Mutter Teresa, spätere Mutter Teresa, zu sich gerufen, um sie dann zu interviewen. And then he said that she can work for the poor, and he wrote the superior who gave her permission. Und er hat sich dann oder hat dann beschlossen, dass Mutter Teresa für die Armen arbeiten darf und hat einen entsprechenden Brief an ihre Mutter Oberin geschickt. So her personal decision took 2 years to be confirmed by the bishop and the mother superior. Das heißt, ihre persönliche Entscheidung brauchte 2 Jahre, um entschieden zu werden durch den Bischof und die Mutter Oberin, die ihr ja dann die Erlaubnis gab, den Orden zu verlassen. Now this is doing the will of God. Das bedeutet, den Willen Gottes zu tun. Now, living in the will of God is a gift. Das Leben im Willen Gottes ist ein Geschenk, ist eine Gabe. And that's what I'm going to talk to you about in the next talk after this 15-minute break. Und darüber werde ich zu Ihnen sprechen, wenn wir jetzt die Pause von 15 Minuten hinter uns haben. Okay, let us conclude. Glory be to the Father and to